Let's Play Andy ist wieder am Einsatz, nein. Hier geht's wieder weiter mit Mafia. Und ja. Wir klauen zunächst das Auto, das in diesem Taxi. Was guckst du? Du kannst jedes Auto stehlen, das du siehst, aber nur wenn dir jemand gezeigt hat, wie man reinkommt. Versuch das Türschloss zu öffnen. Lass mich bitte am Leben. Bei dem ersten Part habe ich festgestellt, dass der Ton zu laut war. Ich hoffe, dass es jetzt wieder in Ordnung ist. Ich habe Frau und Kinder! Tu es nicht! Der Schuss geht nach Hause, nein. Hier vorne. Nein! Bring mich bitte nicht um! Ich weiß, was das laut ist, so. Na! Ach doch. Ich will es auch nicht zu leise machen. Das muss reichen. Halte die Aktionstaste drücken. Ein Fortschrittsbalken an. Erscheint. Ist dieser gekürzte Gehör dieser. Hört der Wagen hier. Steuern. Okay. Schluss, dann sehen wir uns gleich. Adieu. Ja, Freunde, so schnell kann's gehen. Ich glaube, das Problem war, ich war ein bisschen zu schnell. Ich muss genau. Ja, sei leise. Ich muss genau warten, bis er zu Ende gesprochen hat. Schaut mal. Ja, das wissen ist egal. Das war schon zu laut. Hab ich nicht gesehen, tut mir leid. Hallo. In der amerikanischen Version kann man die Leute ja schießen. In der deutschen Version geht es leider nicht. Das ist rausgeschnitten worden. Also kann ich so sagen. Okay, jedes Auto hat einen Tempobegrenzer, mit dem du die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fahren kannst, ohne sie zu überschreiten. So brauchst du keine Angst zu haben, von der Polizei wegen zu hoher Geschwindigkeit angehalten zu werden. Auf dem Radar werden die Polizeiwagen blau dargestellt. Schalte den Begrenzer ein und fahre in die angezeigte Richtung. Hab ich schon gemacht. Manchmal muss man sich auch bei voller Fahrt verteidigen. Du kannst im Fahren schießen, aber nur mit einer Handfeuerwaffe. Nimm einen Colt und versuch es. Ich kann auch Baseballschläge rausnehmen. Warte, ich nehme das nochmal. Zack. Das funktioniert so, Freunde. Ihr nehmt irgendeine Handfeuerwaffe, zum Beispiel die Colt 1911. Drückt ihr feuern schnell Inventar. Baseballschläger nochmal Feuer drücken. Wenn ihr das nicht macht, kommt Folgendes raus. Das
Also ich steck die automatisch ein, Alter. Nochmal. Colt rausholen. Feuer. Inventar. Baseballschläger. Feuer. Ich hab den Best 2, nützt das nichts, aber es ist lustig. Okay, jetzt kommen wir zum Thema. Zieh die ausgewählte Waffe, indem du die Feuern-Taste drückst. Nun kannst du dich umsehen und aus der Fahrerseite des Wagens schießen. Schieß durch das Fenster. Schieß mir den Mann hinten ab. Ja, sieht gut aus. Läuft jemand vor dem Wagen auf der Straße, solltest du ihn warnen, indem du auf die Hupe drückst. Hör zu, du willst bei der Arbeit nicht die Aufmerksamkeit auf dich ziehen, also achte auf die Polizeistreifen, die in der Stadt kontrollieren. Begehst du ein leichtes Vergehen, wird ein Symbol für ein Bußgeld angezeigt. Bleib einfach stehen und zahl das Bußgeld. Dann kannst du gehen. Wirst du bei einem schweren Vergehen erwischt, erscheint ein Handschellensymbol. Du kannst versuchen, der Polizei auszuweichen, aber wenn sie dich erwischen, wirst du verhaftet. Zu guter Letzt, versteck deine Waffe immer, wenn du in der Stadt bist. Wird die Polizei auf Schüsse aufmerksam, wird das Symbol einer Pistole angezeigt. Jetzt sucht dich jeder Polizist in der Stadt und sie werden das Feuer erwidern. Wie du da rauskommst, ist deine Sache. Das war's. Und jetzt dann liegt es bei dir, dafür zu sorgen, dass etwas aus dir wird. Genau bei dieser Waffensymbol, was du gerade gesehen hast. Boah, also gesucht seid, da kommen Straßensperre, Nagelbänder, Polizisten mit voller Pumpgun, Pumpschwuffen, Thompson Pumpgun, ey. Keine Chance. Du musst dich irgendwo verstecken. Naja, okay. Jetzt fahren wir zu. Dann mache ich noch einen Teil. Dann schauen wir mal weiter. Also hier mache ich jetzt mal Schluss. Ich glaube, die Zeit hat erreicht. Platz. Oh, wenn ich das da vorgepackt habe. Ah, gut. Tja, Freunde, und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Teil. Also bis dahin, euer Let's Play Indie. Au revoir.